Moin zusammen erstmal. Wir sind hier heute bei Strock. Drei Angler, ein Ziel. Was war das Ziel? Wir zeigen euch heute mal den Shooter nochmal. Aber selbst gute Köder, manchmal funktionieren sie nicht so. Also haben wir umgezwitscht, weil die Bisse auf die stillen Ruten kamen. Und es geht ab. Ich fische heute hier. Als stille Rute war nicht die IM12, sondern die Diablo. Ganz klassisch. Oh, jetzt ist der Fisch schon ab, war gerade ein Biss. Ganz klassisch Spirulino drauf. Einen kleinen auftreibenden Köder. Und dann gucken wir mal. Jetzt habe ich durch das Gequatsche den ersten Fisch verloren. Aber mal sehen, vielleicht fange ich ja noch ein. Bis gleich mal. So, zweiter Versuch. Gucken wir mal. Oh, jetzt ist er dran. Ja, ihr seht, ich fische mit dem Ring hier drin. Als Bisserkennung. Und dann gucken wir mal. Ne? Schöne kleine Portionsforelle. Muss ich mich natürlich noch bücken hier mit dem Kescher. Gibt der Mike mir ja nicht. Ja. Also, wie ich gerade schon erklärt habe, heute umgezwitscht, passives Angeln. Seht ihr, jetzt ist schon der erste Fisch im Netz. Gleich erkläre ich euch auch noch ein bisschen, was wir heute benutzen, wie ich passiv angel. Aber jetzt, Fisch ist drin, wollen wir erstmal ein paar kriegen. So. Naja, aktiv ist irgendwie heute gar nicht, ne? Ja, heute ist, glaube ich, die stille Rute unser Ziel. Ich habe mir mal die neue Diablo aus Forelle geholt, mit unserer schönen Rolle, Freilaufrolle. Ja, mal testen. Bis jetzt läuft es ganz gut. So, jetzt auch bei mir einer auf die stille Rute. Auch wieder eine Portionsforelle. Genau. So. Einfach mit einem Piloten von uns. Und da haben wir sie. Was fischst du vor dem Piloten? Vor dem Piloten habe ich Forellenei, oder? Forellenei, genau. Ja, Forellenei, sagt halt die Form. Ne? Genau, Forellenei, Pilot. Ungefähr, was soll das sein? Er ist halt nicht mehr der Jüngste. Ja. Vergleichen wir mit Micha. Dürften so an die 1,50 sein. Und die Form ist auch von Micha. Druck. Und bin auf unseren guten Eisboot umgestiegen. Und was soll ich sagen? Zweiter, dritter Wurf. Da gab es dann auch mal eine blinde Forelle, würde der Olli jetzt zu mir sagen. Aber auch der Eisboot liefert, wenn es passiv wird. Ja. So, ich habe einfach mal gewechselt den Auftrieb. Und zwar auf Autopack-Teil mit einer Bienenmade. Und guckt euch an, klappt auch. Ja, heute so ein ganz klassischer Tag, ist kälter geworden, viel kälter. Fische wollen wirklich kaum aktiv. Michael hat gerade mal einen auf den Spoon gekriegt. Auf dem Shooter ging es gar nicht, wahrscheinlich ihn machen wollten. Aber heute auftreibende Montage, stille Rute. Mit Gummi, mit Marshmallow, mit Teich, mit Bienenmal im Styroporkugel. Alles gefangen heute. Und das erzähl ich euch gleich, die Montage. So, Fisch versorgen. Ja, ich habe mir gedacht, ich schleppe mal ein bisschen auf. Ach, guck mal, da geht direkt die Pose ab, ein bisschen auf Teich geschleppt. Und jawohl. Ja, wenn die Fische sehr passiv sind, ist halt manchmal echt die gute alte Paste immer noch das Beste, was man machen kann. So. So. Ja, wir haben jetzt auch fruchtige Sorten im Angebot bei uns im Teich. Ne, wenn ihr mal was mit Banane und sowas ausprobieren wollt, haben wir jetzt auch. Super fängig, lässt sich richtig gut verarbeiten. Top Teich von uns.
bei mir auch. Traute Deckteich geschleppt. Oldschool, aber effektiv. Guck mal hier, kleine Pose dran, ich zeige euch das gleich mal. Versuch mal eben den Fisch. Ja. Kommt nicht auf die Größe an, oder wie war das mal? Ganz einfache klassische Montage. Ich habe hier, muss mal die Rute ein bisschen runternehmen. Ganz normale Pose, 2 Gramm, ne? Kann ich verschieben, kann ich die Höhe mit einstellen. Das Glasgewicht, passend, ich fische lieber mit Glas, weil es halt langsamer sinkt. Gummikugel, Wirbel, damit ich noch weniger Gewicht im Wasser habe, nehme ich nur ein Tönchenwirbel. Ja, und dann halt ein Vorfach, hier ist 1,50 Meter, wo ich hier ein Blei verschieben kann, um noch mal ein bisschen fein zu justieren. Damit schleppe ich ganz langsam. Ganz einfaches Ding. Ich lege die jetzt wieder raus und schleppe noch ein bisschen und gucken wir mal. Beim Erklärteil hatte ja vorhin schon gesagt, wir wollten heute eigentlich einen aktiven Film machen, jetzt ist es ein passiver geworden. Aber was haben wir eigentlich gemacht? Kennt eigentlich jeder passives Angeln, Forellen am Forellensee. Wir haben von oben geangelt, ganz normal Forellenei, kleinen Wirbel drunter, Vorfach, Piloten drauf und dann halt hier mit einer Bienenmade. Ne? Aber erfolgreich aber heute einfach die Nummer von unten zu angeln, auftreiben. Montage habe ich gleich erklärt, nochmal ganz kurz, auf die Hauptschnur kommt ein Blei oder ein Spirulinum sinkender Wirbel davor, Vorfach 1,50 Meter und ein Bleischuh drauf, um die Höhe zu verstellen. Was haben wir denn für Köder? Also wir haben heute gefischt, ich habe angefangen hier mit unserem Bicex, das ist eigentlich von den Fiederleuten. Ist ein Gummiköder, der auftreibt und eine Bienenmade dahinter. Ging sofort los. Aber wir wollten ja auch verschiedene Sachen zeigen. Also haben wir Traute-Tackteich gefischt, hier in schwarz-gelb. Braun-gelb, sorry, schwarz-gelb würde ich ja gar nicht fischen, ihr kennt mich ja. Und wo sind ja vorsichtiger wurden, Marshmallow. Gibt hier in verschiedenen Farben, ne? Wir haben den hier, warte mal, ich glaube Banane und Halibut oder irgendwie sowas. Kommt meiner Meinung nach nicht so drauf an. Wichtig als Auftriebskörper, die Bienenmade auftreiben lassen. Und ganz zum Schluss kann ich euch nur raten, guckt mal, dass ihr ein paar Styroporkügelchen kriegt. Ist ja immer so, dass die Fische, je länger der Tag ist, vorsichtiger werden, haben schon den einen oder anderen Köder gesehen. Und dann fische ich ganz einfach eine Styroporkugel, Bienenmade dahinter und zack, die zack, gab noch mal 3-4 Fische. Ja, also, ihr kennt das, mein Credo ist, immer flexibel bleiben. So war es heute auch. Hat nicht geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Umgestellt, passende Angelmethode gefunden. Und ja, das habe ich 15 Forellen mitgehabt. Die Jungs haben auch ein paar gefangen. Guter Tag. Ich verabschiede mich und der nächste Film kommt über einen Shooter. Aber man muss halt einen Tag erwischen, wo die Fische aktiv sind. Bis dann.